Hallo, ich hoffe es geht dir gut. Das wird mein letztes Video in diesem Jahr sein. Ich bin in der Mitte, du merkst es bestimmt, eine Speedgolf-Runde. Und ich möchte was dazu sagen, beziehungsweise ich möchte dir ein paar Tipps geben, wie du jetzt in der kalten Winterzeit dich sehr gut für die nächste Saison vorbereiten kannst. So, ich spiele erstmal das Loch, komm mal bitte mit und dann erkläre ich meine Tipps. Keine Zeit für einen Probeschwung. So, ich schlage vor, dass wenn das Wetter das gestattet, geh auf den Platz mit einem Schläger und spiel Speedgolf. Bitte mach das zu einer Zeit, wo keine anderen Golfer auf dem Platz sind und sei bitte sicher, nicht auf dem Grün zu rennen. Verletz dich auch nicht dabei. Vielleicht solltest du einfach schnell gehen dazwischen, statt zu rennen. Aber nimm einen Schläger, mit dem du alles machst. Ich habe hier mein Eisen 7 benutzt. Damit kann ich weit genug schlagen. Damit kann ich auch chippen, die Annäherungsschläge spielen. Natürlich muss ich den Schwung etwas ändern. Und damit kann ich auch putten, indem ich den Ball Kante toppe. Ich finde, dass es keinen besseren Weg gibt, für einen Golfer sich fit zu halten. Dann nutze die Zeit aus, zu lernen. Und normalerweise würde ich dir sagen, lies mal vielleicht ein Golfbuch pro Monat. Aber es gibt was viel Besseres zurzeit. Es gibt YouTube. Du hast bestimmt einen Lieblings-Golf-Pro auf YouTube. Schau seinen ganzen Kanal an. Das kann man wirklich zu Hause in aller Ruhe tun. Dein Lieblings-Golf-Lehrer hat bestimmt 100 Videos locker. So viel habe ich. Und schau die von Anfang bis zum Schluss durch. Dann, was du super machen kannst im Winter, ist ein der besten Trainingshilfen überhaupt. Und das ist der Spiegel. Benutz deinen Spiegel. Das Schöne beim Spiegel ist, dass du sehen kannst, was du überhaupt tust. Weil du es erstmal in Zeitlupe machst. Tiger Woods war bekannt dafür, dass er stundenlang vorm Spiegel trainiert hat. Ja, woran könnte man denken oder woran könnte man achten? Auf seine Körperhaltung, Wirbelsäulewinkel beim Ausholen, beim Abschwingen bleibt es gleich. Und dann kann man sich so drehen, du bist der Spiegel. Da kann man schauen, ob der Kopf vorne beim Abschwingen bleibt und Gesäß hinten. Man kann eine Linie auf den Spiegel malen und schauen, wo der Schläger ist. Bleibt der Schläger auf der Ebene? Man könnte den Release, hier ist meine Box, von der ich schon gesprochen habe. Ich möchte rotieren, releasen. Ich möchte diese Punktposition erreichen. Schlüsselposition schafft Arm eine gerade Linie. Offene Hüfte. Ach, das sind nur mehrere Dinge. Du weißt, woran du arbeiten solltest. Nutz einen Spiegel dafür aus. Okay, Teppich. Auf dem Teppich rollt der Ball extrem schnell. Und es ist wirklich so, ich sehe es immer wieder, Golfer, die Mitglieder sind von Clubs mit sehr, sehr schnellen Grüns, die sind immer die bessere Putter.
Ja, ich sehe es immer wieder, wenn ich meine Mannschaften sehe, wir gehen dann zu verschiedenen Clubs. Die Clubs mit den schwierigsten Grüns, mit den schnellsten Grüns, haben immer die besten Putter. Das ist einfach so. So, wenn du auf dem Teppich übst, üb einfach Längekontrolle und üb das sehr langsame Pendelbewegung beim Ausholen und beim Durchschwingen. Du wirst dann lockerer werden, du wirst den Schläger leicht releasen. Das, was alle gute Putter machen, kann ich dir nur empfehlen, dass du stellst irgendwas 2, 3, 4 Meter hin auf den Teppich, je nachdem wie groß dein Wohnzimmer ist, und dein Ziel ist, dass der Ball mit der letzten Umdrehung diesen Gegenstand berührt. Ich war jetzt auf Golfreisen, ich habe 4 Golfreisen gemacht, und was ich oft auf dem Platz mit meinen Schülern gemacht habe, ist, dass ich, damit sie Spaß hatten und damit das Spiel auch schön vorangeht, haben wir den besten Abschlag genommen, also alle 4 vom Flight haben abgeschlagen, und dann haben wir den besten Ball ausgesucht. Alle müssten von der Stelle spielen und dann von dort aus ihren eigenen Ball bis zum Schluss spielen. Und sehr interessant war, dass die Ergebnisse nicht viel besser, klar, die waren besser, aber die waren nicht viel besser, als was diese Golfer normalerweise spielen würden. Man würde denken, den besten Abschlag nehmen zu können, das wäre enorm. Aber dann habe ich geschaut, wie sie dann weiter gespielt haben und wo es auf jeden Fall gemangelt hat, war der Schlag ins Grün. So, wenn du die Gelegenheit hast, im Winter draußen oder mit einem Netz, üb deine 100 Meter und wenige Schläge ins Grün. Weil es ist oft der Fall, dass meine Schüler von dort aus das Grün nicht mal erreicht haben, von da in Penalty Area gespielt haben, in Bunker, und von dort aus noch 3, 4 oder 5 Schläge brauchten. Ich rede jetzt über alle Spielstärken. Okay, so das sind ein paar Ideen für dich für den Winter. Ich möchte dir einen wirklich schönen Rutsch trotz allem wünschen. Ich hoffe, dass du gesund bist und gesund bleibst. Ich hoffe sehr, dass wir uns im nächsten Jahr sehr viel sehen. Tschüss.